Die Blue Dream Garnele. Die Blue Dream Garnele ist eine kräftig blau strahlende Farbvariante der Zwerggarnelen mit wissenschaftlichen Namen Neocaridina davidi. Die Zuchtform der Blue Dream ist im Hobby auch unter den Namen Blue Velvet und Blue Diamond bekannt. Zwerggarnelen stammen ursprünglich aus Ostchina. Mittlerweile sind sie aber auch in Korea, Japan und Hawaii vorzufinden. Sie besiedeln gerne Seen und Fließgewässer. Die Alterserwartung dieser Tiere liegt bei etwa 18 bis 24 Monaten. Sie erreichen eine maximale Größe von 3 cm, wobei die Männchen etwas kleiner und schlanker bleiben. Die Weibchen besitzen außerdem einen Eifleck im Nacken sowie eine Vielzahl an Eiern unter ihrem Hinterleib. Die Vergesellschaftung. Die Blue Dream Garnele lässt sich ohne Probleme mit vielen anderen Tieren vergesellschaften. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig und nicht feindselig. Ein Zusammenhalten mit anderen Garnelen der Gattung Neocaridina und auch anderen Arten wie der Amano-Garnele ist problemlos möglich. Bei der Haltung mit anderen Garnelen sind aber zwei Dinge wichtig. Zum einen können sich die Blue Dream Garnelen mit anderen Farbschlägen der Gattung Neocaridina vermehren. Das Problem dabei ist, dass nicht alle Jungtiere die charakteristische strahlend blaue Färbung besitzen. Auf Dauer würde dann der Nachwuchs also wildfarbend, sprich bräunlich durchsichtig sein. Außerdem ist bei der Haltung mit anderen Garnelen wichtig, dass die Bedingungen für beide Tiere passen. Das sollte aber bei jeder Art der Vergesellschaftung so sein. Abgesehen davon lässt sich die Blue Velvet aber auch sehr gut mit den meisten anderen friedlichen Fischen wie Salmlern oder Welsen zusammenhalten. Im Prinzip lässt sich diese Garnele auch mit räuberischen Fischen gut halten, da kommt es dann aber immer auf viele andere Faktoren wie zum Beispiel Versteckmöglichkeiten an. Als solche eignen sich besonders Moose und feinfriedige Pflanzen. Interessante Pflanzen und Moose findest du übrigens auch in unserem Online-Shop unter www.garnelentv-shop.de. Auch bei der Haltung mit Krebsen, Krabben, Muscheln und Schnecken hast du nichts zu befürchten. Das Aquarium. Die Blue Dream Garnele kann eigentlich in jeder Art von Aquarium gehalten werden. Ob im huminstoffhaltigen Naturaquarium, gewöhnlichen Gesellschaftsbecken, Artbecken oder traumhaften Aquascape. Die Blue Velvet ist stets eine gute Wahl. Wie bereits schon erwähnt, freuen sich die Tiere aber sehr über eine dichte Bepflanzung und die damit einhergehenden Rückzugsmöglichkeiten. Vergiss außerdem nicht, dass Neocaridina sehr klein sind und daher von deinem Filter eingesaugt werden können, besonders die Jungtiere. Achte also auf einen garnelensicheren Filter. Wir empfehlen dir für kleine bis mittlere Garnelen-Aquarien den Bob-Schwamm-Filter. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Auch auf unserem Kanal haben wir bereits ein Video zum Bob-Schwamm-Filter hochgeladen. Die Wasserparameter. Für Anfänger ist die Haltung der Blue Dream Garnele kein Problem. Bei einer Aquariengröße ab 20 Litern freut sich diese Garnele über eine Gesamthärte von 3 bis 30, eine Carbonathärte von 3 bis 30 und einem pH-Wert von 6,5 bis 8. Möglich ist zwar auch eine Haltung ab bereits 5 Grad Celsius, deutlich besser ist aber eine Temperatur ab 18 bis 28 Grad. Die Zucht. Die Zucht der Blue Dream Garnele ist sehr einfach. Aus den Eiern der Weibchen schlüpfen nach etwa 4 bis 6 Wochen 20 bis 50 fertig entwickelte Jungtiere. Mehr muss man gar nicht tun. Futter finden die Tiere in gut eingefahrenen Aquarien von selbst. Sie ernähren sich dann von allem, was so im Aquarium rumschwebt. Wer seine Neocaridina davidi aber in einem äußerst sauberen Aquascape hält, sollte darüber nachdenken, die Jungtiere mit Staubfutter zu füttern. Die Fütterung. Es gibt viele Möglichkeiten, die Tiere zu füttern. Neben gewöhnlichem Garnelenfutter freuen sich die Tiere sogar über Lebendfutter wie Artemia, Mückenlarven oder Wasserflöhe. Auch mit Gemüse kannst du die Tiere gut füttern. Da bietet sich dann zum Beispiel überbrühtes Gemüse, Brennnessel, Löwenzahn oder Spinat an. Als Dauerfutter eignet sich besonders braunes Herbstlaub. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist die Verbesserung der Wasserqualität durch Abgabe von Huminstoffen durch die Blätter. Bei Huminstoffen handelt es sich um Stoffe, die entstehen, wenn die pflanzlichen Reste, also in diesem Fall das Laub, abgebaut werden. Huminstoffe bieten den Vorteil, dass sie die Wasserqualität verbessern. Außerdem besitzen sie eine heilende Wirkung und stärken das Immunsystem. Auf das Thema Huminstoffe sind wir außerdem schon mal eingegangen. Mit ihrem Blau ist die Blue Dream aber wirklich ein starker Eyecatcher im Aquarium.
Eben auch, weil wir gerade bei Pflanzen nicht wirklich mit Blau zu tun haben. Da heben sich die Tiere schön ab und sorgen für viele tolle Details im Aquarium. Du bist begeistert von den Tieren? In unserem Online-Shop unter www.garnelentv-shop.de kannst du diese Garnele sowie viele weitere Tiere und Produkte kaufen. Wir haben außerdem noch einen Pro-Tipp für dich. Soll die Garnelenpopulation so richtig boomen? Dann lass doch mal die Scheibe deines Aquariums etwas veralgen. Der Nachwuchs wird nämlich größer ausfallen. Achte aber trotzdem darauf, dass dein Aquarium dabei nicht zu dreckig wird und das Wasser kippt. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss nicht, uns einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und denk dran, schaust du Garnelen TV, wirst du Garnelen schlau.